Hallo und herzlich willkommen zurück zur Megacorp-Saison in F1 20. 17. 12. 21. Ja, also wir machen mal nach Zahlen oder rufen nach Zahlen. Nee, egal. Also 2017 natürlich. Wir sind im weiteren Test, diesmal auf Ungarn mit dabei. Der Kai, Viper, Benny, The Fast, Cookie, Dave, aber Michel, Leon und Batsman. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Moin. Servus, Freunde. Ja, es gab ja ein größeres Update. Die Liveries wurden geupdatet. Vettel hat immer noch keine schwarzen Handschuhe an. Und ja, auch der Multiplayer wurde fleißig anscheinend geupdatet. Deswegen wollen wir jetzt einfach nochmal weiter testen. Wir wollten eigentlich ursprünglich ohne KI diesmal fahren. Jetzt haben sie aber doch wieder dazugenommen, weil da halt auch was dran verändert wurde. Und dann hat sich das natürlich jetzt angeboten, die wieder mal mit dazu zu packen. Genauso werden wir auch die Einführungsrunde mal diesmal wieder probieren, weil auch da soll angeblich was verbessert worden sein. Schauen wir uns das einfach mal an. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir machen uns bereit. Wir gehen ins Qualifying. Go, go, go! Yes! Zum Ungarn. Wie oft wollt ihr eigentlich noch testen, ey? Wann geht's denn endlich los? Ja, wenn das Update jetzt funktioniert, dann können wir auch recht bald starten. Also Bock hätte ich schon. Ja. Oder auch eine gute Frage. Wann kommt Megacorp? Manchmal können wir leider keinen gemeinsamen Termin finden, beziehungsweise können zu wenige. Deswegen verschiebt sich manchmal. Ja, also letztes Wochenende gab es keinen Megacorp. Man muss auch sagen, wir haben es bis jetzt immer super hingekriegt. Boah, ja, muss ich auch sagen. Ja. Manchmal ist halt der eine nicht da, manchmal zwei nicht da, aber es ist halt, ja, bei so einer Gruppe kriegst du halt nie das hin. Ne? Ja, es funktioniert quasi nach dem System eins rein, eins raus. Nee, eins rein, zwei raus. Ja, dann sind bald aber keiner mehr da. Nee. Ja, aber dann wäre das Zitat ja richtig. So, Kai, wir warten noch auf dich. Auf Kai und die KI. Trommelwirbel bitte. Oh, es dreht und dreht und dreht. Oh, jetzt. Oh, es läuft. So, wie also, ich hoffe, ich fliege nicht wieder aus der Session raus. Okay, bleib trocken. Schade. Nein. Dann für die Leute, die bei den Kommentatoren zuschauen, heute mit einem neuen GUI, was halt auch durch das Mit einem neuen GUI, richtig. Richtig geil. Neu hinzugefügt. Man hat mehr Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei mir jetzt gerade einen Zuschauermodus. Kann man mehr Sachen auswählen, die Details werden eingeblendet, wer jetzt gerade wo ist, ob er schon Boxenstops gemacht hat, auf welchen Reifen er unterwegs ist, muss man jetzt nicht mehr alles manuell nachgucken. Und das Wichtigste, man kann die Rundendaten jetzt endlich mal sehen. Ja, und das Wichtigste hast du ganz vergessen, der Ava hat ein neues Mikrofon. Oh mein Gott, ja. Endlich. Oh ja. Jetzt, wo du sagst, ey, krass. Jetzt klingst du fast wie Dave. Wusste erst gar nicht, wer das ist. Der MC Ava. Ja, also die Setups. Es gibt drei Grundsetups. Davon habe ich nur zwei leider. Ich auch. Ich auch. Bei einigen. Ja, gut. Die Fahrhöhe darf auf 5 geändert werden, bei denen, wo es auf 4 steht. Das haben wir jetzt mal noch gesagt. Aber wie gesagt, das sind ja auch noch nicht die finalen Setups, die es dann in der Saison geben soll. Wir versuchen das dann aufs nächste Mal, haben wir jetzt gesagt, mal die ganzen 4 oder 5 Grundsetups mal hinzubekommen, die dann auch final sind oder beziehungsweise die dann auch nochmal testen vielleicht und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Jetzt ist natürlich noch die große Frage der Aerodynamik. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben. 4-4. 4-4. 1-1. Also mit McLaren Honda könnt ihr 4-4 wirklich 1, funktionieren. 1-1. 11-11. Hallo. Willkommen bei 1 und 1. Ich bin tatsächlich immer noch nicht so ganz sicher. Also wir haben im Vorfeld wieder trainiert und ja, war irgendwie mit keiner Flügeleinstellung zufrieden, aber ist egal. Ja, vielleicht mal so 3-2 oder so testen, kannst du ja später noch ändern. Ja, die letzte Male konnte ich tatsächlich immer noch ändern. Das ist das Schlimme noch dabei. Mal sehen, was ihr alles gefixt habt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe zumindest das mit den Rucklern, mit den Mikroruklern schon mal in den Griff bekommen, dadurch, dass ich das Post-Processing aufgrund eines Tipps von euch auf von hoch auf mittel gesetzt habe. Oh. Ja. Das hat auf jeden Fall schon mal geholfen. So. Bei mir sind die Mikroruckler noch nicht beseitigt. Ich werde gleich auf 1440 runtergehen. Ja, sonst wirst du auch beim Start wieder zurücklegen. Na gut, das ist aber, weil wir wissen inzwischen, dass das 4K ist. Das ist das Trägheitsmoment. Nee, nächstes Mal werde ich das mal mit der schönen Atomos probieren und mal gucken, ob das damit richtig gut läuft. Erzähl doch mal, Dave, Atomos, was ist denn das da? Hast du da schönes abgeholt? Auf zum Atomos. Ist ein Atomkraftwerk. Das ist eine Kamera, die den Bildschirm abfilmt? Bin ich so verstanden? Eigentlich ist das so ein Zusatzbildschirm quasi für
Kameraaufnahmen, damit man nicht in den Sucher guckt, aber man kann es auch als Capture-Device nutzen. Und damit kann man 4K, 60 FPS und HDR von Konsolen und PC aufnehmen. Und also ist aber dann Screen Capturing. Du filmst nicht auf den Bildschirm drauf. Ja, das Screen Capturing. Achso, okay. Ich dachte, es ist eine reine Kamera. Nee. Also es ist ein Kameraaufsatz, okay. So ein Monitor einfach nur. Also so ein Elgato mit quasi. 4K in teuer. Ja, und portabel. Ah, ja, und verstehe. Hat einen eigenen Bildschirm auch. Also du siehst, was du capturest, was auf dem Gerät selbst. Ja. Also du sparst dir im Prinzip auch den Zweit-PC, mit dem du das Ganze eigentlich aufzeichnen würdest. Ja. Kann das auch streamen? Glaube ich nicht, aber ich werde es mal versuchen, quasi Konsole in die Aufnahmedingens und dann davon in den PC und dann mal damit zu streamen oder so. Okay. Ja, mal schauen. Das ist letztendlich ja auch nur ein Signal, was abgegriffen wird, ne? Ja. Ja, cool. Geil. Ich will auch mal anschauen. Ja, auch eigentlich relativ Preis-Leistung ist relativ nicht günstig, aber... Ja, es kostet ja fast ein Taui, ne? Ja. Also es kostet ein Taui eigentlich. Ja. Aber wenn man es unterwegs auch nutzen kann, dann wäre es auf jeden Fall mal ganz gut. Ja, ich denke mal, für einen YouTuber oder sowas in der Art... Mit mir, der ja, bin ich. Auch tatsächlich auch viel unterwegs ist und entsprechend auch viel capturen will oder muss oder wie auch immer, glaube ich, kann sich das auf Dauer schon lohnen, auf jeden Fall. Ja, also ich wäre wahrscheinlich eh früher oder später den Schritt gegangen auf 4K und ich glaube, die Dinger senken den Preis nicht so krass. Da habe ich mir gedacht, okay. Da wird es halt auch neue Generationen, denke ich mal, geben mit der Zeit. Ja, aber ich glaube, die Preise also die hier sind relativ stabil gut geblieben. Ja, also die Investition ist schon gut, aber bei mir ist jetzt zum Beispiel, bei mir ist jetzt 4K einfach noch nicht angekommen, sage ich jetzt einfach. Also ich glaube, bei mir dauert es noch 1-2 Jahre, vielleicht sogar 3 und dann kann ich mir vielleicht auch über so eine Investition Gedanken machen, aber dann kann ich ja bei Dave einfach fragen, hey, wie ist das Ding? Funktioniert das denn überhaupt? Ja, das Schöne ist ja, das Teil ist ja aktuell noch mega overpowered für Konsolen und so. Mhm. Insofern, selbst wenn die irgendwie mal technisch ein bisschen outdated sein sollte, man kann die dann immer noch trotzdem ziemlich gut für Konsolen nutzen. Ja, aber hier, warum ich glaube, dass es in 4K dann flüssig laufen könnte für die Zuschauer, weil man dann halt keine parallele Software noch laufen hat, weil klar. Mir wurde quasi mitgeteilt von einem Modder, der gute Stonehenge, schöne Grüße an der Stelle, dass quasi F1 so einen Kopierschutz hat, der quasi immer die Datenträger... Alter, was ist denn hier los mit dem McLaren? Huiuiui. Ich bin auf der Ideallinie gefahren jetzt. Und, naja, also wenn dann kein Dings läuft parallel, kein Softwareprogramm läuft, dann kann F1 die gesamte Ressourcen nutzen und dieses Kopierschutzsystem, das nutzt halt eigentlich alle Ressourcen, insofern... Da gibt es anscheinend Probleme oder so. Okay. Na, schauen wir mal. Ich habe letztens mal geschaut. Im Regen, im Training habe ich immer Ruckler gehabt. Aber als ich dann ohne Shadowplay mal eine Runde aufgenommen habe, lief es super flüssig. Auch mit Schatten Ultra Plus. Muss man sich mal vorstellen. Ultra Plus? Die Schatten waren echter wie in der Realität. Da haben die Schatten schon Plus. Schatten geworfen, ey. Nee, die haben alle so ein Plus-Symbol gehabt. Das war so ein schraffiertes Plus. Ein Mikro habe ich gerade gehabt. Juhu, sie sind zurück. 1.18.8, ey. War gut vorgelegt. Also wenn du Mikro-Ruckler hast, dann musst du das Mikro... Ich auch die 1.28.8 schlage. Wenn du Mikro-Ruckler hast, würde ich das Mikro ein bisschen weiter wegstellen. Okay, schlechter Witz. Counter Nummer 1. Ja, ohne Scheiß, den müssen wir echt mal einführen. Mal gucken, der wird dann aber irgendwann den Bildschirm komplett überlappen, weil er bestimmt mal bei zig Trilliarden steht. Bei Dave. Ja, klar. Bei wem sonst? Hier ist der eine Zahl, nach der Google benannt worden ist. Goggle oder so, oder? Google oder Google. Wie viele Nullen sind das? Ich glaube 1 Million oder so. Ja, da kommen wir zum Schluss irgendwann mal hin. Ah, okay, ja. Gut, dass ich an meinem eigenen Diss mitgearbeitet habe, ohne es zu merken. Also wenn du es wirklich nicht gemerkt hast, dann ist es natürlich ziemlich bescheuert, ne? Danke. Bitte. Schöner Quersteher. Bescheuert. Mit bescheuert kennst du dich ja aus. Verstehe ich nicht. Ich glaube,
Egal. Als wird wieder in den Kommentaren gehen. Oh, warum fahren die denn? Die mögen sich doch nicht mehr. Ja. Oh, du hast was Böses gegen Ray gesagt. Hab ich gar nicht. Dann kommentieren wir zusammen. Bitten fahren. Aha. So, Wayne steht unter Beobachtung. Auf meinen Beobachtungsposten gehen und den Leuten zuschauen, welche Linie sie fahren. Bei mir am besten nicht, glaube ich. Das Traurige ist, ich weiß, dass Dave hinter mir beim besten Willen nicht im Limit gefahren ist. Was bin ich nicht? Nicht am Limit gefahren. Er ist inzwischen schon vor dir. Ah, okay. Also ich bin beim Testen schon beim Limit gefahren, also da habe ich es nicht gefaked oder so. Ich bin beim Testen gar nicht mitgefahren. Ja, ich irgendwann auch nicht mehr. Irgendwann habe ich die schwarze Flagge bekommen. Ja, das kommt davon, wenn man so mitten in der Kurve rumsteht. Ja gut, ich wollte halt Cookie eine Nachricht schreiben bei WhatsApp und das hat das Spiel aber nicht so. Dann lässt man die KI weiterfahren. Ja, normal schon, aber ich wollte die Box nicht verpassen. Ich hätte aber auch einfach in die Box sein können und dann die Nachricht schreiben, aber ja, manchmal hat man halt andere Prioritäten. Oh Gott. Tja, da fragt man sich, was die Prioritäten. Wo ist denn hier die Linie? Ach, ja, da. Keine Ahnung, die ist kaum zu sehen. die ist einfach nicht da, so. Oh, ich fände es richtig geil, wenn die Zacken vom Force India drin hätten. Auf der Haiflosse, meinst du? Jawohl. Ja, die Stegosaurus. Cool. So, ich guck mal dem Ray zu. Der Kampf um Q2. Alter, das ist halt echt so, ne? Das ist halt echt so, das ist so bitter heute. Nutzt du die richtigen Settings an deinem Wheel? Er fährt schon mal nicht die richtigen Reifen, aber... Also Palmer ganz dicht hinten dran. Piper, das ist deine... Aber wir hatten doch vorhin eigentlich schon erörtert, der Dalai Palma ist der Rennfahrergott, also... Wenn der knapp hinter einem ist, dann heißt das, man ist sehr gut. Ja. Oder man muss Platz machen. Du, Anton, es reicht, glaube ich, nicht einen Gag zu machen. Das hatten wir schon mit sehr J, den Witz. Aber du musst ihn halt auch erklären, was der Gag ist. Oh lol. Was ist denn der Gag an Dalai Palma? Weiß ich nicht. Warum machst du ihn dann? Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwo auf Reddit aufgetaucht und da ist das ein ziemliches Dalai Palma-Meme geworden, aber ich weiß nicht warum. Ja, das ist schon richtig Swayze. Was heißt denn Swayze? Keine Ahnung. Swayze! Alter Ray. Ja, ich weiß nicht, das Auto fährt sich halt voll doof. Ray ist richtig on the ragged edge hier. Ray ja, fährt ist ja egal. Heute kämpfe ich halt mal um die letzten Plätze irgendwie. Oh, P14 ja. Safe. Ray fährt quasi mit der Project Cars 2 Physik. Ja, heute irgendwie schon, Ah, es war auch schon ganz gut. Dem komplett kaputten Reifen hier, 1.9. Ja, Ray, du könntest auch mal die Supersofts nehmen. Ich glaube, dass du dann auf Anhieb schneller bist. Mhm. Ja, ist ja logisch, dass man mit den Supersofts schneller ist, aber ich muss ja auch mit den Softs zurechtkommen irgendwie, oder? Ja, vielleicht ist es auch einfach nur so, wie die letzten Male, dass er wieder die Mega-Sandbags auspackt und im Quali doch auf 2 steht am Ende. Ja, ne? Nee, glaube ich nicht heute. Keine Sorge, im Rennen hat man meistens mehr Grip, insofern ich würde da noch nicht... Was? Ja, im Rennen hast du doch mehr Grip. Ja, aber das Auto ist auch schwer. Da hat man mehr Gewicht. Ja, aber die Strecke ist auch besser. Das wird bei F1 immer simuliert. Echt? Also ja. Das im Q ist auf jeden Fall besser als im T, aber ist es im Rennen auch besser? Ja, im Rennen ist auch nochmal besser. Krass, das wusste ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ist auch so. Nice. Also ich... könnte mir, also keine Ahnung, wenn sie schon den Schritt vom Training zum Qualifying machen, warum nicht auch den vom Qualifying zum Rennen? Ja, denke ich auch. Gut, im zweiten Sektor verliere ich halt richtig auf Anton. Ja, Anton ist halt auch jemand, der mag scharfe Kurven. Deswegen mag er mich auch so sehr. Oh Gott. Ach, mein Wollquallen muss nicht so. P9 für dich, Ray. Holt mich hier raus. Das sieht hier ja richtig aus mit den Softs. Ja, ich sag's euch, Ray sandbagged. Also hat Anton auch gerade gesagt, aber... Nicht. Hey, du wirst einfach, keine Ahnung, am Ende stehst du halt wirklich auf 2. Nein, ich sorge nicht, dafür, safe nicht. Ich sorg dafür, dass du auf 2 stehst. Ja, ich hau gut, Viper, wenn du gegen die Wand fährst, kann das schon passieren. Ich hau Viper und Anton raus und dann stehst du auf 2, safe. Okay, Dave, so, Dave Gaming hat die Session verlassen. Ja, so kannst du es natürlich auch dafür. Wow. Ist euer Ernst? Machst du jetzt deine Drohung von vorhin ernst, oder wie? Von ganz hinten starten willst?
Rückblende. Ey, ich habe nur meine Auflösung umgestellt. Ja, das passiert, dann hast du ein Network-Lag und dadurch Ja, ich kann dieses Spiel auch mal kaputt machen, dann hat das Spiel ein Lag, das es nie wieder rauskriegt, ey. Oh, das... Ohne Scheiß, wer hat das programmiert, ey? Codemasters Birmingham. Danke. Noch Fragen? Okay, und warum? Sag mal, habt ihr die E-Sports Formel 1 verfolgt? Ja. Ja. Nein. Okay. Was fand ihr das in den Zeiten? Die schneller als die Formel 1 war? Das habe ich jetzt nicht verglichen, keine Ahnung. Also so doll sind sie ehrlich gesagt nicht gewesen. Also ich habe mir ein paar Videos angeguckt auf YouTube, wie die gefahren sind, diese E-Sports Events zum Qualifizieren. Da sind richtig krasse Leute dabei. Aber wenn man sich diese Rennen angeguckt hat, die waren schon ordentlich Potato zum Teil. Ja, ich denke halt mal, um sich da zu qualifizieren, kann man ja mega tryharden. Das heißt ja, das sind ja nicht dann Leute, die unbedingt jetzt auf Punkt die Leistung abrufen können. Also deswegen ist das ja auch immer nochmal so eine andere Geschichte. Es hat sich halt echt die Spreu vom Weizen getrennt. Teilweise waren da Leute, die hatten dann am Ende 40 Sekunden Rückstand. Und das sollen die Besten der Besten gewesen sein. Also irgendwie haut das nicht so richtig hin. Ja, das ist aber immer, wenn du dich nur über Tryhard qualifizieren kannst, da fand ich das System bei WRC 5, glaube ich, war das, da wo ja der Niklas, korrekt, der Atex Johnson, gewonnen hat am Ende, da fand ich das System viel besser. Du hattest halt quasi einen Versuch und dafür aber halt irgendwie 4 Tage Zeit und dich dann davon die schnellsten. Das heißt, du konntest zwar vorher üben, aber du musstest dann halt on point diese eine Session halt schaffen. Genau, fand ich auch sehr geiles System. Ja, das fand ich gut, weil das war halt nicht dieses Tryhard-Prinzip, weil da probierst du es halt so lange, bis halt mal eine gute Zeit rauskommt und dort musst du es halt auf den Punkt abliefern. Ich kann nicht eurem Spiel beitreten, aber... Dass die Formel 1 selber auch diese E-Sports natürlich so krass promotet auch. Ich meine, die haben den gesamten Facebook-Banner auf der offiziellen F1-Seite ausgetauscht, die haben da die Arena gepostet, die Twitch-Sachen und sowas. Ja, vor allem, haben ja jetzt bei Japan unter dem Podest war ja ein riesen E-Sport-Banner. Ja, genau. Also direkt, also das quasi ist eine riesen Promotion. Auch für das Game ja am Ende auch, ne? Und generell für Rennspiele, glaube ich, ist das ein ziemlich großer Schritt, wenn die Königsklasse jetzt so ein Ding macht. Ich meine, kleine Serien haben es ja schon gemacht, WTCC auch mit Race Room und so. Aber das ist jetzt, also das WTCC hat ja jetzt eine Championship, Formel 1, WRC. Geil, ne? DTM. War keine aktuelle, aber... ja, ich ist er ja, der Hügelberg. Ich kann leider nicht beitreten. Hügelberg. Achso, ja, du wieder eine Einladung, die schicke ich dir gleich. Du hast ja aber schon eine Zeit gesetzt, oder? Was ist denn da los? Ja, eine Zeit habe ich schon. Was ist Sektor 1? Kann ich dir auch eine Einladung schicken? Macht jetzt gerade der Ray. Na dann. Ja. Hunkelberg war das, ne? Hunkelbär. Wie kann ich dich einladen? Das war das neue... Zum Handeln einladen? Sound. Wie kann ich dich in die Lobby einladen? Gibt's da vielleicht eine in-game Option? Ja, das muss es geben, weil über Steam finde ich gerade keine. Rechtsklick. Oder? Nee, da gibt's nur Spiel betreten, Spiel starten, Spielinfo ansehen. Das muss in-game sein, weil wenn du in der Lobby bist, kannst du das auch nur über in-game machen, einladen. Warte, ich fahr mal kurz in die Box zurück und dann sage ich das dir. Probier's nochmal. Die haben aber die Auflösung von der TV-Cam auch verbessert, ne? Ja, bei der Landübertragung. Ja, haben Ray, sie. Wenn du in der Box bist, Start drücken, Freunde einladen. Okay, mache ich sofort. Weil das sieht jetzt nicht mehr so komisch grisselig aus, sondern richtig scharf, ne? Gibt schon richtig Vollgas. Ey, soll ich das Speedlimiter anmachen oder nicht? Weil, ja, machen wir mal sicherheitshalber an, ne? Weiß ja nicht. Hast noch eine Minute, das schaffst du. Von Pitlimiter an! Oh, doch nicht, jetzt habe ich falsche Tasche gedrückt. So. Freunde einladen, perfekt. Dave! So, jetzt... Geht's danke jetzt? Euch. Ich guck mal. So, Kai hat noch 1,2 Runden Sprit. Boah, ich hoffe, dass es bei mir reicht. Oh. Wo seht ihr das? Wie viel Sprit Maxi? Ihr? Ja, das sehen wir jetzt auch. Das sehen wir jetzt auch. Wir können nämlich Telemetrie auf komplett schalten. Dann sehen wir, wie viel Sprit ihr noch habt und welches Benzingemisch ihr fährt. Das muss da könnte man ja richtig spoilern. So. Da müsst ihr aber im Q dann ruhig sein am Ende. Ja, Mann. Ja, logisch. Sonst könnt ihr sagen, wie viel Sprit man dabei hat und so. Das geht ja gar nicht. Im Rennen sagen wir das zwar, halt unter uns. Da hört ja auch kein anderer mit, das ist in Ordnung. Aber im Q1 ist das ja sowieso erst erwurscht und jetzt, wo Kai sowieso um die Wurst fährt. Hey, bei mir sieht es ziemlich danach aus, als könnte es noch knapp werden, wenn die KI nochmal eine Zeit setzt.
So, die Zeit ist um. Ich hoffe nur, dass der McLaren-Motor bis zum Ende durchhält. Ja, die haben ja inzwischen die Reliability mit Ferrari getauscht. Also ich bin... jetzt bin ich auch im Ding. Wie cool! Aber leider habe ich jetzt einen schwarzen Screen. Ja, ich auch. Ja, auch scheiße. Ich habe mich gerade so gefreut, dass so... Ist spitze. UI ausblenden, es ist komplett schwarz. Ja. Ich dachte, du warst schon. Ja. Ah, geil, dass sie das... Ausblenden. Ich kann nicht mein Steuer übernehmen. Ich gehe mal hier rein. Weil die Session vorbei ist. Wir sind alle im Zuschauermodus gerade. Ja, ist schwarz, komplett schwarz. Falls jemand sich fragt, wie man das macht, ihr geht dann auf euren Namen rechts beim Zuschauermenü und müsst dann auf Steuer übernehmen, wenn es verfügbar ist, aber... Naja. Sweat-Faller. Was ich ja geil finden würde, wenn Nico Hülkenberg... Hügelberg. Wenn der einen grünen Helm hätte mit so einem Hulk drauf. Hatte der ja auch zuerst zur Auswahl gestellt, so einen roten und einen grünen, den Helm, den er hat, hat er seine Fans abstimmen lassen und aus einem mir nicht erklärlichen Grund hat der rote Helm gewonnen. Was? Die sind ja voll dumm. Ich hätte echt, und vor allem, ich hätte echt mit Marvel einen Deal oder so geschlossen, dass er echt Hulk oder so drauf machen darf oder so. Und der grüne sah auch viel besser aus und es wäre halt sein Hulk-Meme gewesen, aber jetzt hat er halt nur so einen roten Helm, der irgendwie keine richtige Bedeutung hat. Ja, vor allem irgendwie kein besonderer Wiedererkennungswert. Das ist so ein richtiger 0-15-Helm irgendwie. Ja. Laut Sound fahren noch welche. Es fahren auch welche. Bottas zum Beispiel hängt hinter einem Ferrari fest. Bei mir sind alles aber auch mein Renderprogramm freut sich, wenn es schwarz ist. Ja, das geht schneller. Ja, ist so. Aber voll dumm, dass man bei den Leuten aber auch die komplette Telemetrie sich anschauen kann und das Benzingemisch angucken kann und so. Das ist ja eigentlich ein bisschen... Wir werden euch das jetzt auch nicht in Q2 oder Q3 jetzt sagen. Ja, wir können euch ja selber sehen. Wir uns gar nie sagen. Ganz einfach. Ja, müsst auch so fair untereinander sein, dass ihr dann... Man kann ja aber rein, wenn nicht guckt, wenn die Station vorbei ist. Ja, mache ich jetzt aber nicht. So. Ja, aber man sieht doch da nur geringer Treibstoffmodus und Benzingemisch. Den sieht man doch da gar nicht, oder? Also ich sehe die kompletten Runden, aber ich hatte es vorhin, glaube bei Maxi, dass ich auch einmal geringen Treibstoffmodus drin hatte. Ja, keine Ahnung, aber es ist ja jetzt keine wichtige Information, oder? Geil, hier sieht man auch die aktuellen Reifen und so. Im Rennen hört ihr uns sowieso nicht, von daher cool. Ist es Abstand zum Führenden. Abstand zum Führenden und so sieht man, das ist ja geil. Ja, das haben sie auch hinzugefügt, endlich. Abstand zum Führenden. Braucht man nicht mehr Kopfrechnen hier. Warum fahren eigentlich Bottas und Vettel immer noch? Keine Ahnung, weil die dürfen nochmal extra. Für Kai wird es nicht ganz reichen, ne? Leider nicht, also auf Platz 19. Ja, ich bin mal gespannt, was bei mir jetzt passiert. 6 oder 7 Hundertstel schneller und er wäre 14. 13. oder so. Schwarzen Bildschirm ist echt geil. So. Ah, jetzt ist es durch. Ja. Okay, was ist das für eine geile Kameraperspektive? Okay, das nicht mehr. Ich war gerade in der Third-Person-Ansicht von Lewis Hamilton. Irgendjemand atmet extrem schwer. Ja, ich bin's auf jeden Fall nicht. Ich hab's auch gehört. Also. Anton gar nicht. Hab's auch gehört. Oh, schade. Okay. Du? Also. Ich war's nicht, ich hab's gehört. Sehr wenig. Aber ja. Ja, das ist gut. So. Gucken, ob ich jetzt mein Setup nochmal anpassen kann. Es ist halt Ungarn. Ich bin halt ungern. Das hört man echt ungern. Ja, nee, Ungarn finde ich eine geile Strecke, aber ich bin halt nicht gut. Auf Ungarn. Halleluja, es funktioniert. Sorry. Nein, ich kann nichts mehr ändern. Nein. Pluto. Das ist gefixt, ja. Ja. Schade. Aber wobei, Anton, vielleicht ein bisschen. Was? Vielleicht ein bisschen. Okay. Alles fertig. Okay, der eine Mercedes. Ah, jetzt fahren sie gleichzeitig raus. Okay. Eins rein, eins raus. Zwei raus. Dann, alles klar. Oh shit, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt frische Reifen drauf habe. Benny, kannst du gerade auf WhatsApp zugreifen? Ah ne, ist ja schon Leute, zu spät, lasst mich raus, da kommt niemand. Ja, ich meine auch generell wegen Setup-Änderung ist ja schon vorbei. Ey, du fährst doch schon längst, Dave, oder? Bei mir bin ich jetzt erst gerade rausgefahren, hinter dir. Du bist gerade schon an mir vorbeigefahren, Mann. Jetzt bin ich hinter dir. Ja, ich seh's. Aber du bist vor 10 Sekunden schon bei mir vorbeigefahren. Okay, dann... Banking Club, was das? Oh, der... Das. Okay, der Motorschaden wird immer noch nicht übernommen. Cool. Finde ich gut. Den Motorschaden? Die Abnutzung des Motors. Die Abnutzung. So.
Zerstörung. Es gibt ja zu jeder Session immer einen neuen Motor. Ja, das ist ja auch die Regel in der Megacorp. Hallo? Wie bei uns, da muss man jede Session einen neuen Motor einbauen, ja. Da kriegt man eine Strafe, wenn man es nicht tut. Wäre ja sonst langweilig. Ja, wir wollen halt schneller sein als die echte Formel 1. Anton, gute Linie. Will nicht auf die KI auflaufen. Ein wildes Ray. Willst du jetzt das gleich ist nicht die KI, das sind drei von unseren Jungs. Ich setz gleich einfach eine Zeit, die nichts... Ja, dann fahr ich mal weg. Anton, das sind drei von unseren Jungs. Ja, so, ja, ich auch. Also passt, ist egal. Okay. Vor allen Dingen sind uns Cookie und ich. Ich hab gerade die Reifen von Q1 nochmal drauf. Deswegen. Ah, du auch. Das soll dir jetzt wer glauben? So, Maxi jetzt auf einer schnellen Runde. Toi, 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 Maxi. Wenn du das meinst. Wieso nicht? Ich glaube, ihr müsst im Quali eigentlich nichts kommentieren. Wir sind da. Ja, ja aber was denn? Ja. Ich bin mal nervös, dass wir da sind. Denkst du, warum ich so leise bin? Oder nichts sage? Sag mal, liebe Commentators, können wir das vielleicht dieses Mal schon machen mit den Buchladen der... Es geht sich, glaube ich, wieder nicht aus. Oh. Nee, es geht sich nicht aus, weil wir jetzt mal so früh hochladen, ne? Ja. 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 Nee, das ist erst, wenn wir 2 Wochen im Voraus hochladen, würde ich sagen. Ja, genau, okay. So wird's. Ich will euch da auch keinen Stress machen. Tust du aber. Okay. Nein, Spaß. Ich könnte es rein theoretisch probieren. Weil ich habe das beim Hand of Blood gesehen, wenn die diese Players-Meisterschaft da machen, dieses Turnier. Puppke. Und er zeigt halt sein Gameplay und zwischendurch spielt er dann manchmal so ganz selten, aber nur spielt er so diese Szenen ein, wie die Kommentatoren das gerade sehen. Und ich glaube, das könnte echt auch bei Formel 1 ganz gut passen. Gerade wenn man so ein Überholmanöver hat, dass man nochmal so ein Recap einfach macht, so von der Szene, die gerade passiert ist. Wenn wir natürlich dann auch mal drauf fahren. Ne? Zum Beispiel sowas hier, ja. Und das ist, glaube ich, ganz geil. Aber dann ist es ja voll das Schnittgewitter. Oh, nee, Dave, das meint ich, das soll ja kein Schnittgewitter sein, weißt du, sondern einfach nur so in Schlüsselszenen. Ja, ja. Bin ich super soft oder soft? Boah, Alter, ey, die Boxenlinie, ey. Ich meine, das machen sie im Fernsehen ja auch, weißt du, wie ich meine? Super soft. Ja, ja. Ja, die Boxenlinie siehst du nicht. Oh, ganz schwer. Das ist korrekt. Dann kann jeder für sich entscheiden, was er dann einblenden möchte. Und zum Beispiel Ray kann dann, wenn er gerade um Platz 4 kämpft, kann er auch mal was einblenden, was gerade vorne passiert, damit man dann auch, wenn man eine sich guckt, dass man trotzdem vielleicht auch eine Information hat, was ist denn gerade sonst so los. Oder so, so meine ich halt, ne? Ist Platz 4 für dich nicht vorne? Und wie kommst du drauf, dass Ray um P4 kämpfen könnte? Der kommt nicht mal ins Q3 jetzt. Ich hab extra so ein Beispiel gemacht, weil ich wusste, dass du drauf anspringst. Ja, klar. Ich habe ja auch die passende Sprunghöhe. Ja, die passende Fallhöhe auch. Also ich frage mich immer noch, wie man auf diese Witze kommt. Ich auch. Dave, G-Jumping ist da. Ich habe ja neulich schon gesagt, dass das Gehirn irgendwie anders funktioniert bei anderen Menschen und... Ja, das ist ja eindeutig bei Dave so. Ja, absolut. Es funktioniert halt gut. Also ich merke es bei meinen Arbeitskollegen, die in den anderen Orten wohnen. Die wohnen nämlich alle über 1000 Meter. Da ist auch schon die Höhenluft. Die sind alle komplett Balle im Kopf. Ich hoffe, die gucken nicht auf deinem YouTube-Kanal zu. Ja, nee, die wissen nicht mal, dass ich das mache. Hoffe ich mal. Das war das Wort zum Samstag. Und das letzte Wort von Gugi. Also wenn ich das nächste Mal nicht mit dabei bin, komm bitte zu meiner Beerdigung. Okay. Eine Frage, ich an Red Bull Ring, interessiert mich jetzt ein bisschen mehr wie deine Beerdigung. Oh, das zu seinem Teamkollegen. Er weiß, wie es gemeint ist. Goodbye, Werbefreundlichkeit. Stimmt, ja, Beerdigung ist jetzt als Wort gefallen, das war's jetzt mit Werbefreundlichkeit. Ja gut, mich stört das sowieso nicht, meine sind sowieso nicht monetarisiert. Nee, der Ray wollte eigentlich ein anderes Wort nennen, hat es aber ein bisschen falsch ausgesprochen. Er wollte eigentlich die Bärtigung nennen, also wie bebartet man ist. Dave. Stop. Ja, bitte. Stopp. Oh Mann. Die Bärtigung. Mich bekommt auch an die Bart. In einigen Nationen ist es sogar üblich mit Bartzahlung. Och Mann. Och Mann. Als müsste der Duki dabei sein, der würde auch nicht lachen. Ray, was ist los gewesen?
Irgendeiner ja, dreht sich wieder. Sein? Ich habe halt gedacht, ich probiere mal einen Drifter aus. Die Kurve eignet sich dafür, aber dann habe ich gemerkt, hier kannst du das eigentlich dass machen. Duki das halt doch besser kann mit dem Driften. Ja. Ist das bei euch auch so, wenn ihr aus der Box fahrt, dass sich ein Knopf am Lenkrad, also am umlegt? Das ist beim Sauber nämlich so, dass... Ja. Das ist, glaube ich, der Pit-Limiter, oder? Ja, stimmt. Gute Idee. Muss gleich mal beobachten. Ob der dann auch derjenige, der 10 Stunden in Formel 1 hat. Der dann auch wieder, der dann auch wieder rausspringt, sozusagen. Naja. Aktuell würde ich sogar schaffen in die nächste Session, ey. Oh. Aber ganz knapp und Dave hat noch keine Zeit gesetzt. Okay, scheiße. Aber, okay, Kugi ist auch noch hinten dran. Gut, ich will gerade rausfahren, aber Ray kommt Dave, du rein. Probierst? Was mache ich? Nichts. Die versuchen mir den Soft zu fahren in dem Rennen. Könnte gut sein, weil Reifenabnutzung. Ich weiß nicht, wie stark die hier ist. Energie. F steht für Freunde, die was und oh ja. U steht für uns, dich und mich. R steht für Red Bull. Das ist das, was ich gerade trinke. Kennt ihr noch diesen Dinosaurier, der dann singt? Ich weiß, Toro Rosso, das ist ein einziges Produktplacement. Guck dir mal den Force India an, das ist 1000. Okay. 1000 Product Placements sind das. Ja, Junge, der ist so vollgeklebt jetzt seit dem Update, ne? Werbung einzublenden, das ganze Screen damit volltapen, ey. Also ich frag mich, wie günstig, Vorsicht der Rausfahrende? Bin ich. Dann keine Danke. Vorsicht. Wie war das mit dem Atomwaffenarsenal? Entsteht für nukleares Waffenarsenal, ganz friedlich und freundschaftlich. F steht wie Feuer. Das aufflammt und lodert. Also ich sehe für die Werbefreundlichkeit schwarz. Wir hatten jetzt Beerdigung, Feuer, Waffenarsenal und schwarz. Es fehlt jetzt nur noch Donald T und Kim Jong-U. Oh Mann. Ihr dürft die Gagdichte nicht so hochtreiben. Oh, schön genommen. Ich wollte ja eigentlich die nette Seite anbringen. Herr Gubi hat auch noch keine Zeit. Gubi hat auch keine Zeit. Da auch noch die alten Reifen genommen, Gubi? Nee, ich hab's mit Soft probiert, aber da war ich zu langsam. Ja, das würde ich dir auch nicht raten mit Soft. Obwohl okay, Anton hat sowas von gesandbagged hier, ey. Ich muss aber auch sagen, ich habe versehentlich nicht auf Max geschaltet. Max, 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 Super Max, Max. Jetzt haben wir auch noch GEMA-Probleme gleich. Oh! What? Nicht schlecht, Dave. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Danke. Was hat er gemacht? Seine Zeit. 1, mehr sage ich dazu nicht. 1,16. Ich auch nicht. Ne, 1,19,2, aber mit Softreifen. Heiliger das war das Way. Oh, und ich hatte sogar 10 Runden Sprit dabei. Not bad. Auf Mager, ne? Ja. Dave, Achtung. Ja, ich guck auf die Streckenkarte. Shit. Dave ist auf Mager und 30 Runden Sprit halt gefahren. Das musst du erstmal nachmachen. Ja, ich habe wirklich noch ein bisschen Sprit übrig. 3 Runden. Nächsten Gamer machen müssten, ist, dass man auch im Qualifying einfach sagen kann, ich möchte jetzt nicht komplett in die Box, ich möchte nur kurz meinen Flügel wechseln. Weißt du, wie ich meine? Ja, bitte. Ja, Reifenwechsel halt. So ja, genau. So ein kurzer Pitstop. Oder diesen genau. Prozess komplett ja beschleunigen. Reifen, die man sowieso nachher wegwirft, da noch die Heizmatten drauf zu machen und so. Ja, weil die ja die ganzen Kabel alle ranstecken. Ich will einfach nur meinen Flügel repariert haben, weißt du? Mehr will ich gar nicht. Oder die Reifen wechseln. Ja, das und dieser geil, wenn sie das ganze machen. Prozess könnte echt beschleunigt werden. Also es ist halt echt super nervig. Und vor allem, also nicht nur aus dem Aspekt, dass man eine neue Zeit setzen möchte. Auch so, das dauert einfach über eine Minute alles. Bis du an die Box fährst und wieder rausfahren kannst, dauert es irgendwie 1,5 Minuten oder so. Mhm. Kein echtes Formel-1-Team arbeitet so. Sauber. Nee, so, die sind Michael schneller. Michael befindet sich auf der Outlap und Wave befindet sich auf der Outlap. Ich finde das geil, wie das angezeigt wird. Ah, schade. Ja. Cool. Da fällt er noch auf Softs eine Bestzeit. Status Teamkollege. Okay, dein Teamkollege ist gerade eine 1,19,024,26 gefahren. Ja, aber auf welchen Reifen, das weiß ich nicht. Soft. Status Teamkollege. Auf Soft, darf ich sagen. Ja, okay. Wir können das ja auch sehen. Status Konkurrent.
Frag mich doch einfach, Cookie. Ich fahr gerade die Strategie sehen. Ich fahr gerade im McLaren Honda Modus an die Box. Wo bist du? Danny. Ich bin Platz 2. Ich will sehen, wo diese 19-2. Ja. So, dann schauen wir mal den guten Michel zu. Okay, da wo der Bagger ist, okay. Ich wollte gucken, wo der doofe, wo das doofe Strichchen ist, die doofe Linie für den Pit-Limiter. Da, wo rechts der rote Bagger steht mit dem Typen. Also ich bin jetzt gespannt, was du als Bagger bezeichnest. Eigentlich ein Kran, oder? Eigentlich, oder? Ja, von mir aus. Ich habe nicht genau hingeguckt. Oder ein Teleskoplader. Ich habe nur im letzten Moment nach rechts geguckt. Boogie als Berufsbaggerfahrer kennt sich damit aus. Nee, aber es ist auch meine komplette Familie am Bau der Sieg, außer ich. Ja, Boogie hat auch ein Lied gemacht. Bitch, ich fahre einen Baggerwagen. Oh mein Gott. Ey, komm, der war... Der war nicht das schlecht. Soll ein Bagger gewesen sein. Ah, okay. Alter Dave. Weißt, was du meinst? Das ist ein Traktor, oder? Nee, das ist ein Ding. Ich habe rote letzten, Traktor, oder? Nee, ich habe im letzten Moment nach links gelinst. Die werden auch Manitou genannt. Ja, Schuh. Das sind so... Ja, Teleskopstapler. Das Gute ist, jetzt ist Anton auf Softs unterwegs, jetzt hole ich die Super Softs nochmal raus. Spots raus. Oder fünfmal die KI. Also die sind jetzt gerade vorhin auf die Strecke gefahren. Boogies YouTube-Kanal heißt auch ab sofort Apo Hot Car Shots. Was? Mein Spiel hängt. Das ist nicht gut. Ui. Ja, ich habe immer so Freezes für 10, 15 Sekunden. Das ist gut. Das ja, nee. Könntest fast mit der Technik könntest du fast bei RTL anfangen. Die hatten nee, das in Baku auch. Oh ja, Baku oh, sorry. War so ja. Schlimm. Sorry, sorry. Ja, nicht gut. Das ist auch nur so alle 10 Minuten. Das war meine einzige Chance, noch drin zu bleiben. Oh, sorry, Mann. Download für Dave, ey. Shit. Dave kriegt eine 5 Quid Penalty. War Dave mal wieder so fixiert auf seine schlechten Witze, dass er den Verkehr nicht mitbekommen hat. Ja. Ja, es tut mir leid. Herr der Talai Palma. Mist, da hätte ich aufpassen müssen. Ja, wer nicht aufpasst, den fressen die Hunde. Du kannst kann danach sein. Noch die Runde versuchen, Michel. Ja, ich muss sie auch noch. Ja. Eine schaffe ich noch. Du bist schon mal 3 Sekunden besser als sonst. Ja, das ist aber... 1,21. Hast du noch gar keine Zeit gesetzt, oder wie? Doch, aber... Nee, keine richtige. Eine Outlap, 1,24. Sozusagen eine Outlap. Mann. Oh, Michel, du gehst aber viel Risiko mit dem... Soft. Ja, ich weiß. Was an die Zeit von Jolien rangekommen? Mussten 1,20329 fahren. Sollte eigentlich machbar sein. Wieder ein Black Screen. Ah, funktioniert gut bei euch. Hast du kein Black Screen? Fett, glaube ich, noch. Scheiße. Okay, du musst eine 1,20330 fahren. Ja. Scheiße. Ich hätte gerade auch nur meine Stimme. Ja. Das ist scheiße, 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 komm. Ja! Sehr gut, Michael! Jawoll! Synchronisation. Das war ein Typ Abstand, total Abstand. Schön Drift nur rausgezogen. Ein Drift in der letzten Kurve, ey. 90.000stel schneller als Bottas.
Alter, das Adrenalin war auch gerade echt bis zum Hals, ne? Also okay. Ja. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ja, mein Shadowplay ist abgeschmiert gerade. Aber der Reifen ist natürlich jetzt für den Arsch. Ich bin mit dem 4 Runden oder so gefahren. Ja, gut, egal. Hab's auch weiter, ey. Ja. Ich bin sehr froh, dass du keine schnellere mehr auf Supers gefahren bist, Dave. Ich habe absichtlich abgebremst. Ah, okay. Denn ich hatte gebrauchte Supersofts. Ah, du hast mich so nervös gemacht, weil das, was ich unbedingt verhindern wollte, ist, dass du mich irgendwie strategisch schlagen kannst. Das heißt, als ich gesehen habe, du gehst auf Softs, hab ich gedacht, oh nein, jetzt. Anton, ich weiß, wie intelligent du bist, ich weiß, wie intelligent ich bin, ich werde dich immer strategisch schlagen können. Aber ich wäre auch mit Platz 11 zufrieden gewesen, hätte eher meinen Spectator-Mode ausprobiert. Naja. Aber das wäre der einzige Grund gewesen. Ja, und frische Reifen dann halt, ne? Das ist ein Problem. Ich muss mir demnächst echt einen Rechner kaufen. Das geht gar nicht. Mich hat's rausgeschmissen aus dem Spiel. Nice. Oh, ich bin nicht mehr dabei. Oh nein. Oh nein. Postwechsel. Du kannst auch eingeladen werden, oder? Ich hoffe mal, sonst habe ich ein Problem jetzt. Ich kann übrigens das Setup noch komplett ändern, ne? Wie kann jemand das? Freunde einladen machen? Optionen, Freunde einladen. Ach, ich habe meine Freundesliste offline. Warte, dann Moment, ich schicke eine Einladung an alle Fehlenden. Hast du eine bekommen, Ray? Ja. Okay, cool. Auf geht's. Hoffen wir mal, dass es geht, ne? Das ist gut. Sonst hätten wir, glaube ich, bei fast jeder Session irgendeinen anderen Grund, warum du in Q3 nicht mitfahren kannst. Ja, irgendwie schon, ne? Oder halt in Q3 verkack, besser gesagt. Mitfahren warum kann ich eigentlich mein Setup noch komplett ändern, theoretisch? Ja, ich auch. Ich habe das auch gerade festgestellt. Ich könnte auch. Okay, den Bug hatte ich ja eben letztes Mal, aber einfach halt nicht machen. Das immer also ich mach's so nicht, aber ich könnte gerade, glaube ich, gerade alles ändern. Ja, das hatte ich die letzten zwei Male auch. Leute, den ganz rechten Supersoft muss man dann zurückgeben, ne? Ja. Okay. Doch was dran. Ja, und dann kann ich jetzt irgendwann übernehmen oder was, weil ich hatte das jetzt tatsächlich auch noch nie. Rechts oben musst du ins Zuschauermenü. Ja, warte, das lädt noch. Ja, ich beschreib's dir einfach nur. Ins Zuschauermenü auf deinen Namen und dann musst du bin ich schon. Quasi drauf und dann unten Steuer übernehmen. Achso, da muss ich auf meinen Namen. Okay, Moment. Ah, da. Okay, das hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber muss mal. Ich bin auch erst jetzt rausgefahren. Ich bin noch gar nicht raus, ich fahre jetzt raus. Solidarität hier, am Berg. Nee, ich will eine freie Strecke. Ich bremse mal extra ab für dich. Oh nein, und jetzt habe ich eine KI vor der Nase. Die einzige, die wahrscheinlich noch dabei ist. Nee, zwei sind noch dabei, glaube ich. Vettel und nochmal irgendjemand. Wir haben Lewis Hamilton. Aber Vettel mal keine Sorgen, da geht eh nicht zum Kerze drauf noch. Na, das war's. Als habt ihr eigentlich mitbekommen, dass auch bei Hamilton eine Zündkerze kaputt war, Mercedes aber clever genug war, die vorm Rennen zeitig zu wechseln? Oh Mann. Ja gut, ich habe auch irgendwo gelesen, dass eigentlich so mechanikertechnisch so das eigentlich so zum 1x1 gehört, das als erstens zu wechseln, wenn irgendwie was rupft oder zupft am Motor. Jo, und das liegt aber halt in Italien wohl nicht an so der Bauweise des Ferrari-Motors? Ja, das ist die Bauweise. Der ist so kompakt, die konnten einfach nicht mehr hin. Das dauert beim Ferrari irgendwie dreimal so lange wie beim Mercedes. Ja, deshalb haben sie es nicht geschafft, weil der Motor kompakter gebaut ist. Ah, das ist so ein kompakt-Motor. Kann man auch in kleinen VW-Up reinmachen. Könnte man theoretisch wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich geht das ja. Kompakt wie die Leistung meines Computers. Das wäre mal besser. Ja? Nicht vorhanden. So ein Formel-1-Up-Projekt. Von JP oder so. Da jemand gerade hinter mir auf einer schnellen Runde. Bypass ist gerade deine. Befahrst du so schnell? Nee. Okay. Weiß aber nicht, ob ich jetzt gleich schneller bin. Ne? Also das Martin? Bypass ist gerade auf der schnellen. Du kannst auf seiner Schnellrunde. Martin, du kannst mit LT und RT schnell wechseln, ne? Ich weiß. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Das war ich schon die ganze Zeit mit bei. Ich hab immer umgestellt. Oh mein Gott. Schöne Rundenzeit. Irgendeiner hat das 100-Meter-Schild weggebolzt. Delta funktioniert nicht.
Wow. Alter, war meine Runde schlecht. Danke. Alter. Wow. Nicht schlecht, Anton. Was ist Anton gefahren? 1.17.984. Wurde mir einfach nicht eingeblendet. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Das ist eine Runde, wa? Und Dave. Wow. Alter, Moment. Was bist du für gefahren, Anton? Schnell, glaub ich. Das sind 6.000stel. Das 6.000stel schneller, ja. Dave. Alter Falter, ja. Unten rechts bei Shadowplay ist so ein grüner Punkt. Der ist bei mir durchgestrichen. Das heißt, du kannst gerade nicht aufnehmen. Ja, musst du. Nehmen aber gerade auf. Also da steht gerade, dass ich aufnehme. Ist die Platte eigentlich nicht so sein. Also wenn ich als Z drücke, Aufnahme läuft. Okay, komisch. Dann kann das vielleicht nicht speichern oder so. Kann er, glaube ich, deinen Bildschirm nicht erfassen oder irgendwie sowas. Probier mal Shadowplay neu zu starten. Ich glaube nicht, dass das ordnungsgemäß ist. Alter, Anton und ich geben uns im Qualifying aber auch echt nicht viel, ne? Ey, das ist halt echt krass momentan. Ich glaube, da wird es wohl keine Sichtung mehr geben. Kanada exakt gleich. Ja gut, kannst ja zwischendurch ein Schwarzbild oder so hinzufügen. Es ist seit mehreren Minuten. Na, schwierig. Warum kann ich nicht in die Box fahren? Drecks PC, Alter. Also, ich könnte wo ich raus will, oder was? Nee. Und diese Boxen hier ist echt... Box fahren. Puh. Du wirst hier reingeschoben. Nein, will ich nicht. Ich stehe hier. Bei mir schon. Kannst nachschauen dann. Ja, sag ja. Aber mir nicht. Oh, ich stehe draußen. Dave. Geht nix. Boxen Einfahrt gedreht. Ich fährt zur falschen Box, ey. Jetzt wird Daves Zeit bei mir angezeigt, lol. Die Sauberleute haben ja gar keine Farb wieder da. Ja geil, so viel Zeit habe ich, kann keine Zeit mehr setzen. Ach Mann. Ey, aber ich kenne Anton, der haut in der letzten Sekunde haut er nochmal irgendwas raus. Ah, der letzte Sektor war schön. 22-222. Bam. Der letzte Sektor war euch mein Problemsektor, weil da hatte ich einen ganz dicken Verbremser Abstand drin. Abstand. Oder wie sieht's denn aus bei den Zeiten? Ja, 3,5 Zehntel habe ich da geholt. Aber ich habe da auch davor 3,5 Zehntel verloren. Benny stark, ey. Benny echt stark. Alter. Ich muss schon sagen, Dave, dein letzter Sektor war sowas von Bombe, weil dein zweiter Sektor, da warst du noch in Delta Plus. Hast du nochmal raus, Cookie oder so? Ja, bin gerade rausgefahren. Oh, geil, also der erste Sektor war schwach, der zweite hat ein bisschen was weggemacht wieder und der dritte war richtig gut. Also wir können ja auch hier die Sektorzeiten, wie weit, ich glaube, vom Führenden sehen, wenn ihr durch die Sektoren fahrt. Und ja, da also warst du halt... 2-2-2 ist eine sehr schöne Zahl. Energie. Glaube ich. Da warst du beim zweiten Sektor, glaube ich, 24.000stel hinten dran. Ja komm, schieb mich doch jetzt rein. Ja, da steht halt der scheiß Typ von Googie da und wartet, bis Googie raus darf. Und meine Crew kommt jetzt halt nicht. Ach du Kacke, ey. Oh Mann, jetzt läuft die Zeit ja echt langsam ab, ne? Ja, das war's halt. Natürlich. Ich hab noch 3 Minuten 40. Ja, schön, wenn ich nicht in die Box komme, dann kann ich auch nicht nochmal rausfahren. Ach, es ist eine Scheiße jedes Mal im Qualifying, Mann. Immer positiv denken. Da denke ich nicht mehr positiv. Drecksgame, ey. Oh, dieser Curb, ne? Dieser... Langgezogen in rechts da, der ist so böse, Alter. Wie war das bei 2,5 Minuten oder so geht die KI raus, ne? Keine Ahnung. Auf die Asphalt-Curves solltest du nicht kommen, Michel. Nee, die weißen. Ja, die KI, ja, denke ich, ja, ich glaube. Und sobald du Gras auf dem Reifen hast, das dreht sich schon weg, das Ding. Alter, fahr doch jetzt rein, Mann. So, gleich kommt der Showdown. So? Das wird lustig, Anton. Haben die das verändert? Weil das Auto, ich finde das viel instabiler, wenn das im Dreck war, als vorher.
kannst erstmal eine halbe Runde gar nicht mehr richtig fahren. Das könnte sein, aber ich habe es noch nicht ausgetestet. Hat Daniel auch gesagt. Glücklicherweise. Ja, Daniel. Schöne Grüße, wenn du das siehst, Danny Boy. So, konzentriert in die letzten zwei Runden. Auf geht's. Jo. Aber so wie ich Anton kenne, kommt er wirklich nochmal auf 1,17 niedrig. Ja, das glaube ich nicht. Ich hatte, wie gesagt, die Runde war sehr gut. Ich hatte nur einen Fehler, das heißt, viel ist nicht drin. Komm schon. Perfektes Timing. Okay, let's go. Ray Bader, glaube ich, rettet noch was. Das war schlecht. Nee, ich stehe vor der Box. Oh. Buckmaster aus, yay. Das ist halt schon lustig, ey. Also Qualifying 3 ist bei echt mir mein Traum. Probier mal irgendwelche Tasten zu drücken, vielleicht ja, kannst du wieder rausfahren. Ich hab schon alles gedrückt, hab schon alles gemacht. Der will mich nicht mehr. Das ist aber halt das typische Problem, wenn du nachjoinst in die Lobby oder so, dann passt einfach vorne und hinten nicht mehr. Okay, der letzte Run muss es werden. Okay, Pool war verschossen. Viel Glück euch. Oh. Sektor 1, gelb. Ja, das bin ich. Mhm. Ungünstig. Viel gewollt. Ich hatte auch nichts mehr zu verlieren jetzt, weil ich kann eigentlich nur noch nach vorne gehen. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Oder nach hinten. Hast du dich geschrottet? Oh, Cookie ist vorbei. Fuck. Nee. 6000stel wieder. Die zwischen den nach vor. Cookie 6000stel. Mist. Ha. So, jetzt bin ich gespannt, ob Anton die Zeit schlagen kann oder nicht. Wo bleibt die Uhr stehen? Und er kann sie schlagen, eine 1,17,5,1,5. Kann Dave nachlegen? Oh, sorry, ich bin schon in Kommentatorenmodus. Ich muss mich auch stark zurückhalten. Und ich hoffe, dass das Rennen läuft mit der Aufnahme. Das sieht ja im Moment nicht so gut aus. Na, ja, schade. Schade. Ja, boah. Ich habe glaube ich ein, zwei Fehler drin gehabt. Die 5 war möglich, aber gut gefahren. Ja. Nicht schlecht, Anton. Junge, am Zittern hier. Ja, ich weiß überhaupt nicht, dass du im Q1 gefährlich werden kannst. Ja. Kennt man halt wirklich nicht. Aber das ist halt echt... Platz 3. Oh ja. Den Googie und Michi noch überholt. Und jetzt will ich mal sehen, wo Ray bei mir steht. Ey, der Googie war richtig stark, Alter. Ja, ja Googie ist einfach richtig gut. Seid doch nicht so überrascht. Ja, der ist halt ein aber guter auch, Pilot. Auch, die beiden, weil die Koop fahren. Die üben immer. Wir sind seit ja 2 Rennen gefahren. Also so. Wirklich okay. Viel geübt haben wir bis jetzt noch nicht. Alter Googie, 6000. Ach je, ey. Junge, geil. Ich zitter so sehr, ich kann nicht trinken. Benni auch direkt dran, ey. Das wird so ja, geil. Aber Michel, falls du dich fragst, warum ich vorher danach Fuck geschrien habe, ich meinte, ich wäre vom Sprit nicht mehr ausreichend für eine weitere Runde. So. Hat aber doch noch plus 2 Runden. Ah, okay, schade. Darum kam auch das laute Fuck von mir. Ah ja, ich war fast auf Platz 4 gelandet, ey, geil. Ah, im aber letzten gut. Sektor bist du trotzdem besser als ich. Jedes Mal, jede Runde. Aber ich weißt du, was das bedeutet, Anton? Ja. Dass du im letzten Sektor schneller bist als ich. Dass ich auf der Startziel besser überholen kann als du mich. Vielleicht bedeutet es auch, dass du mehr Flügel fährst. Weniger, wenn dann. Was? Der letzte Sektor hat doch gar keine Geraden. Das ist nur Kurven. Der letzte Sektor, warum wir fangen der an? Erste Sektor hat eine Gerade. Vor der Rechtskurve bei diesem einen U quasi.
Also er fängt nach der schnellen Rechtskurve an, der dritte Sektor. Ja, ja, eben. Also da sind ja wohl Geraden. Aber da hast du ja doch eine längere Gerade. Naja. Nee, nee, nee. Ja, wollen wir die Team-Channels für die Teambesprechung? Ja, jo. Ich geh mal... Oh, warte mal, ich muss kurz Monitor umschalten. Anton, fährst du denn immer noch mit deinem Highscore, oder? Ja, der Highscore ist gleich geblieben. Okay. Das überrascht mich dann. Nächste Session beginnt in 12 Sekunden. User was moved out of your channel. Wo ist denn der zweite Kommentator? Da ist er. Ja. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Hallo. Hi. Ey, ich frag mich wirklich, ob wir das eine ganze Saison überleben, ne? Also, weißt du, das hier ist ein Testrennen und ich habe teilweise das Gaspedal nicht richtig so angegriffen, wie ich wollte, weil mein Fuß gezittert hat. Ja gut. Junge, aber, that pressure. Ja, aber wir pushen uns halt echt ans Limit. Also man muss sagen, hier in Ungarn sind wir, glaube ich, unschlagbar. Das habe ich auch das Gefühl, ja. Wenn selbst Viper 8/10 weg ist. Ja. Was mich aber auch... Wir die Lobby neu. Was mich aber auch... Ja. Ja. Was mich auch irritiert ist, dass wir so schnell sind, weil ich glaube, Markus zum Beispiel wird uns beide einfach in Grund und Boden fahren. Who knows? Übrigens, Strategie, mir wird Soft Medium vorgeschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich bei 1-Stop bleibe. Oder Soft, Soft, Super. Das wäre auch eine Idee, die ich hätte. Aber 1-Stop wäre halt auf jeden... 1-Stop kannst du mit Super und Soft wahrscheinlich nicht fahren. Ja, theoretisch kann man es doch sicher anwählen, oder? Nee, kann man nicht. Vielleicht probiere ich das sogar. Sprit braucht man hier nicht so viel, oder? Nee. Nehme ich mal, keine Ahnung, 37 Runden oder so, 56 Kilo, das dürfte gehen. Also Soft Medium soll die schnellste Strategie sein. Bei mir sagt er das, ja. Ja, bei mir auch. Bei dir nicht? Ja, bei mir auch doch, aber ich weiß sogar nicht. Sekunden schneller als die andere. Ja. Ich weiß nicht. Wenn kein Safety Car kommt, ist das sicher besser, aber wenn eins kommt, ist Arsch. Ja gut, wann kommt ein Safety Car in der F1 2017? Ich glaube, ich habe eins erlebt insgesamt. Okay. Ah, Mann, ey, aber diese Qualifying-Runden wieder, ey. Oh, Mann. Meine Nerven, Junge. Ich meine, das Rennen ist lang genug, dass du quasi dir mal einen Gegner versuchst zurechtzulegen und so, dass du einfach mal ein bisschen abwartest und so. Da ist es, finde ich, nicht so intensiv, wie wenn du in dem Qualifying bist und es kommt auf diesen einen Versuch an, ey. So, ich werde vielleicht mal das Rennen auf Full HD wieder umstellen. Ich glaube, für die Koop ist das gar nicht mal so schlimm, damit ich dann auch beim Start nicht zurückglitsche. Ich denke, dass es ganz gut wäre. Ja, ansonsten, ey, gratuliere dir zu Paul. Welcher Runde willst du dann reinkommen? Also willst du einen oder zwei Stop fahren? So. Kann ich jetzt, glaube ich, einfach noch nicht sagen, weil das würde ich tatsächlich vom Abbau der Softs abhängig machen. Ja, ich denke auch, ich werde das so machen. Und ansonsten, ich denke, wir können das auch so kommunizieren, wann wir die Stops machen. Stimmt, wir sind jetzt zu zweit im Channel. Und ja, machen sie einfach so, der vorne ist, der sagt, wann er will. Ja. Ja gut, aber wenn man zum Beispiel hinten dran fährt, finde ich... Also wir wollten doch eigentlich auch so machen, dass wir uns strategisch ausstechen können, oder? Ja, okay. Also beziehungsweise war das nicht ursprünglich der Gedanke? Ja, können wir machen. Ja nee, also wir können also das... Also du willst mich undercutten. Nein, also mein Gedanke ist quasi, dass man sagt, okay, quasi... Ich meine, die Gefahr zum Undercut besteht ja nur, wenn man unmittelbar hintereinander ist. Und wenn man den dritten Sektor quasi, wenn man in den dritten Sektor fährt, wäre meine Idee, sobald du den dritten Sektor überquerst, also in den dritten Sektor fährst, dass du dann quasi sagst, okay, Boxenstopp, sodass man sich gegenseitig undercutten kann. Weil das hatte den Zuschauer angemerkt, dass wir uns gegenseitig strategisch halt ausstechen könnten, indem wir das machen. Und wenn beide zum Beispiel das sagen, da muss sich halt der Zweitfahrer unterordnen. Aber keine Ahnung, vielleicht können wir das auch... Wann kann man denn beitreten? Mal gucken, wann, wie, wo wir das machen. Ja. Also, keine Ahnung. Wir können es ja heute gerne diplomatisch lösen und du darfst als erstes rein. Also, schätze ich nicht, dass es schon eine neue gibt.
Ja. Also, dann gucken wir uns das an und ich glaube, die Leute sind fertig mit der Besprechung und wir werden jetzt gleich mit dem Rennen beginnen. Daumen hoch lassen, ihr Pupsis. Tschüss. Tschüsselchen.